Miau, willkommen zurück bei den Quartieren. Ich will kurz mal was gucken, ob ich womöglich hier hinten. Oh, meine Energie ist gar nicht mal so pralle. Ob ich womöglich was vergessen habe. Ja, da liegt. Nee, ich glaube dann wohl doch nicht. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, es hätte ich womöglich erst noch was tun müssen. Liegt da ein Medipack? Oh mein Gott, das habe ich gar nicht. Oder? Nee, doch nicht. Oder doch, aber es liegt so blöd in der Wand. Nee, anscheinend. So viel Zeit muss sein, Leute. Ich frage mich gerade, ob es eine Möglichkeit theoretisch. Seht, ah, guck mal, da hinten. Da hinten geht's noch lang. Muhaha. Speichern. Seitwärts gehen. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, ey. Ah, fantastisch. Aber das hier sah auf den ersten Blick auch wirklich nicht so aus, wie was, wo man sich dran langhangeln muss. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch ein Hebel oder sowas ist, weil ich komme in diesem komischen Maschinenraum da hinten nicht so ganz weiter. Tina mit ihren komischen Feuerstellen. Warum auch immer hier noch was brennt. Ah, guck mal. Aha. Bringt mir. Ach so, ja, so kann ich wieder zurück. Logisch. Logisch. Es ist gerade richtig tolles Wetter. Also es heißt, es ist dunkel und es regnet. Das ist mein Lieblingswetter. Yeah. Gestern bin ich aber in den Sturm meines Lebens geraten, leider. Ich stand an einer Bushaltestelle. Und ich war so unfassbar klatschnass durchgeweicht. Es hat richtig, also ey, der Regen kam horizontal. Also seht ihr, da ist wirklich noch was passiert. Was auch immer. Und ich. Ja genau, Gewitter war direkt über uns. Also Schirm konnte man sowieso vergessen. Außerdem hatte ich nur meinen Schirm für den Sommer. Das sieht aus wie. Okay. Mein Schirm für den Sommer dabei. Der hält so einem Wetter eh nicht stand. Und ja. Das ist aber gerade erst der Start meiner Uni-Aufgaben war. Ach so, jetzt sind wir hier. War ich dann noch ganze 6 Stunden mit diesen klatschnassen Kleidern unterwegs. Also wenn ich jetzt mal nicht krank werde, toi toi toi. Angenehm war das nicht. Aber egal, ich freue mich so über diese Abkühlung. Was hat denn dieser Hebel jetzt überhaupt? Ach, kann ich da jetzt vielleicht hoch? Es war wahrscheinlich wieder nicht animiert. War das Ding hier vorher höher oder so? Ja, so funktioniert es nicht. Na, ah, gut. Ich dachte, ich stehe falsch. Geht das auch ohne Anlauf? Ja, geht. Ah, was erblicken meine Elfenaugen da? Elbenaugen. Ein Drache. Na, no, ich traue dem nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Aua, sie hat nicht mal geschrien. Ich freue mich auf jeden Fall schon total auf den Spielabschnitt, der danach kommt. Nämlich, ich glaube, wir sind danach schon in Tibet. Ich meine mich zu erinnern, dass die Level voll schwer waren. So voll arg, ey. Aber macht nix, weil. Ach, Lara, komm schon. Macht nix, weil das sind Level, die. Ich finde, man ist in Tomb Raider zu selten in Eisgegenden. Eis und Schnee. Deswegen finde ich die so super. Du Mädel, wie machen wir das von hier?
Ja, von hier. Ich höre hier doch schon wieder jemanden rumlaufen. Ihr hört das doch auch, oder? Aber ich höre nicht das altbekannte Hey, was die eigentlich sagen. Läuft bestimmt da drin rum, deswegen hören wir ihn jetzt schon. Ob ich wohl darüber komme? Ah, ja, es tut so gut, Lara. Ja, so ein extremes Secret war es jetzt nicht. Tja, das Schöne an Anniversary wäre jetzt, dass wir jetzt einfach, ui, neu laden könnten. Und das Secret aber noch behalten würden. Komme ich dahinter im Leben nicht. Aber ich muss vielleicht auf die Kante, um meinen Fall ein bisschen zu bremsen. Und der ganze Spaß nochmal. Also ich bin ja eigentlich ein sehr großer Gewitterfan. Ich finde, es gibt doch nichts Tolleres, als bei Gewitter irgendwie schön drinnen zu sitzen, mit einer Decke oder so und einem schönen heißen Tee und was zu lesen. Zocken tue ich da nicht, weil letztes Jahr ist bei einem Gewitter der Blitz in mein Haus eingeschlagen, mitten in der Nacht. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so erschreckt. Oh Gott, das war so laut. Und habe ich es schon mal erzählt letztes Mal? Ich habe gerade so ein Gefühl, egal. Und dabei ist mein Modem abgeraucht. Irgendwann habe ich das schon mal erzählt. Ja, deswegen. Mein PC ist zwar an so einem Überspannungsschutzding, aber sicher, sicher. Bei Gewitter bleibt mein PC aus. So einfach ist das. Hat der gerade an die Wand geschossen? Du bist ein guter Aufpasser. Da ist was zum Schieben. Da unten standen wir doch vorhin drin, oder? Oder nicht? Das habe ich doch noch angeguckt. Oh, ja, genau. Genauso ist es. Also ich merke, dass das mir gar nicht so viel Spaß. Also ich bin jemand, der liest sehr, sehr viel. Ich meine, als Buchwissenschaftler ist das ja fast schon Aufnahmepflicht fürs Studium. Und ich habe gemerkt, dass ich im Sommer gar nicht so toll finde zu lesen, weil es ist viel zu heiß. Da macht es nicht so viel Spaß. Aber Wind. Oh, okay. Ich verstehe nicht, was ich gerade getan habe. Beziehungsweise warum. Ja. Aber im Winter oder im Herbst ist Lesen total super. Ah, ich habe eine Idee. Also wenn meine Idee jetzt stimmt, dann steckt aber heute der Fuchs in mir, dass ich das checke. Mal gucken. Ich kann es auch nicht beschreiben. Wenn es gleich klappt, sehen wir es. Oh Gott, da ist wieder so eine blöde Kante an der Decke. Verdammt. Ich dachte, hier geht vielleicht der Gang weiter. Okay, dann anders. Dann womöglich. Okay, ja, Moment. Ich muss gleich niesen, oh nein. Da geht wieder. Ah. Nee, geht gar nicht. Ich kann ja hier nicht weiterziehen. Ach Leute, immer diese Spielchen.
Ach, oder Moment, oder muss ich jetzt vielleicht einfach hier wieder runter? Wir haben doch jetzt eine ganze Reihe Hebelspaß gehabt. Also worauf ich ja spekuliere, da ist ja noch so ein Hebel in diesem anderen Raum, ist, dass der noch sich mit Wasser füllen muss, damit wir den Hebel umlegen können. Ist aber nicht passiert. Dann bleibt uns nur der eine Hebel, an den wir jetzt noch nicht drangekommen sind, in diesem großen, komischen Maschinenraum. Aber wir sind ja eben nicht drangekommen. Habe ich irgendwas verpasst oder warum sollten wir jetzt da rankommen? Irgendwas auch mit diesem Kistenschieberei da oben gefällt mir nicht. Da habe ich doch wieder irgendwas versäumt. Ich verstehe es nicht. Irgendwas muss hier noch sein. Muss das Ding hier vielleicht wieder höher, aber kommen wir dann? Doch, natürlich kommen wir dann dran. Wir können jetzt ja von da hinten theoretisch auch kommen, oder? Gott, macht das Sinn, was ich mir hier denke? Moment, kann ich von hier? Da haben sich wieder was... Upsi. Okay. Die haben sich wieder was einfallen lassen. Meine Güte. Geht das? Oh, wahrscheinlich nicht. Oh, das war so klar. Moment, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Hier, okay, schon besser. Ist schon besser, ja, Moment. Nein, zu weit gedreht, so. Ich will wieder an den Hebel hier. Nicht fallen. Der hier, genau. Nein, da. Ja, wir können es ja. Wir machen so oft, wie wir wollen. Hat sich jetzt... Tatsächlich, die haben jetzt eine andere Reihenfolge, seht ihr? Aber es war total dämlich. Hier jetzt wieder hinzukommen. Hä? Ja, aber wie komme ich jetzt hier drauf? Von hier ja wohl nicht mehr. Okay, irgendwie muss es gehen. Das ist der richtige Weg, um an diesen anderen blöden Hebel dran zu kommen. Hä, ach, geht das hier? Okay, erstens dachte ich, das hier wäre rutschig. Ist es nicht. Aber das hier geht trotzdem nicht. Also in Tomb Raider 2 erreichen die Level total schnell so ein Pensum, an dem sie mich total nerven. Ah, komm schon. Wie komme ich da hoch jetzt? Ja, rutsch, rutsch. Vielleicht hier aus der Mitte? Ah. Die
Geräuschen. Die sind ja eigentlich ziemlich cool, aber irgendwie gehen sie jetzt total auf die Nerven. Ich glaube, ich hätte hier nicht runterspringen dürfen. Wartet. Ich glaube, ich hätte laufen müssen. Hinter mir ist es, gell? Ja. Ach, das ist ja aber auch... Das ist übrigens dieses gleiche Pulsgeräusch wie in Tomb Raider 3. Hochsicherheitstrakt und Area 51 und so. Wow! Okay. Lass mich. Mein Gott, lass mich. Aber jetzt komme ich doch eh wieder nur unten raus. Nein, was tue ich hier? Ich bin schon wieder so hilflos. Ah. Ich habe auch noch nicht meinen schwarzen Tee für heute Morgen getrunken. Das sollte ich vielleicht... Ja, hier wäre ich halt sowieso rausgekommen. Verdammt. Was ist denn eigentlich da mit der anderen Seite? Beziehungsweise ist es eventuell möglich? Ja, würde sie springen, wäre es das vielleicht, aber tut sie nicht. Ja, von hier eh nicht. Das weiß ich. Uff, ja. Hier kamen wir ja ganz am Anfang her. Die Freunde, helft mir. Aber könnt ihr nicht, weil ihr seht, es ist zu spät. Dann habe ich schon wieder... Ich bin wirklich froh, wenn mein Aufnahmemarathon 2 Wochen im Voraus vorbei ist, weil... So kann ich nun mal nicht von euren schlauen Köpfen profitieren. Das ist sehr, sehr schade. Mein Gott, das ist da nicht so schwer, darauf zu springen. Darauf aber wohl schon. Nein, du sollst da nicht die Waffen ziehen. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Was muss ich tun, Leute? Wie spät ist denn? Die Zeit ist auch rum. Ich wollte doch mal mehr schaffen. Ich verstehe es nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich keinen Schiffbau studiert habe. Ja, ich sehe ihn auch. Und Fugu jagt wieder eine Fliege. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Oh Gott. Ja? Wir haben ein bisschen was geschafft in diesem Level und trotzdem stehen wir einfach nur wieder hier rum. Tut mir leid, ich finde es zunächst mal heraus, ich verspreche es euch. Ah, immerhin haben wir einen Drachen. Seid nicht so hart zu mir, es ist sehr früh am Morgen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.